still. Wait. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Mars lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden! Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Unser Gast ziert diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde, und rettete den kleinen Sean Mars.
Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend.